Vielleicht sind wir auch mittlerweile so weit, dass Hero Brian gleich auftaucht. er trollt uns jetzt schon und gleich zing, zack, alles weg. Hallo und so Leute, zu einer weiteren Folge Minecraft bis das der Tod uns scheidet und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Pilzbiom, auf der Suche nach Dschungel und auf der Suche nach coolen Erfolgen von euch. Ja, perfekt, alles in die Anmod reingepackt, was ich sagen wollte. Und die Leute nicht, wenn die ganze Folge damit zulabern, meinst du? Genau, hab ich ja letztes Mal nur 10 Minuten. Ey, ich sehe Savanne, ich sehe Wüste. So wunderschön. So wunderschön. Nur was kann ist denn ich noch nichts Tropiges sehen. Nur kann ich noch nichts Tropiges sehen. Ist der Dschungel echt so viel verlangt? Ich meine, wir fragen ja schon gar nicht mehr nach dem Pilzbiom, ne? Wir wollen doch nur noch unser Dschungel haben. Wir haben Eisspikes gefunden. Also, wir dürfen jetzt nach allem verlangen. Ja, true. Na, wenigstens regnet es gleich hier nicht in der Wüste. Auch wenn ich den Schleier trotzdem drauf habe. Durch den Schädel. Okay, den hast du auch normal drauf übrigens. Achso, okay. Hat nichts mit dem Shader zu tun. Savanne geradeaus, Savanne rechts, Wüste links, hops, 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 hi, Kaktus. Hi, Kaktus. Ach ja. Also ich find's halt cool, wenn unser nächster Baum so ein bisschen in verschiedene, also in größere Zweige aufgebaut wird, unser nächster Erfolgsbaum. Wo wir immer natürlich noch eure Erfolge für brauchen. Weil wir lassen uns natürlich auch selber welche einfallen. Und aber ihr. Also ich finde es halt cooler, wenn wir so in Zusammenarbeit das alles machen. So. Kommen mehr Leute auf verschiedene Regeln. Also das Ding ist, wir haben halt unsere Ideen, aber manche Sachen vergisst du halt, wenn du jetzt hier so spielst. Es gibt halt so Sachen, die sind halt ein bisschen abwegiger, weil das einfach dem eigenen Spielstil zum Beispiel nicht entspricht. Ja, manche laufen halt gerne rum, so wie wir das hier tun. Laufen wir gerne rum oder müssen wir rumlaufen? Manche bauen halt gerne und keine Ahnung, die Richtung gibt's halt. Ich würde halt gerne so einen Baum haben, wo wir halt gewisse Sachen bauen müssen. Und da dann Erfolge machen, dann halt Redstone was mit Erfolgen, Mining-Erfolge, Farming-Erfolge, also Farming-Erfolge im Sinne von Anpflanzen und sowas. So. Tiererfolge vielleicht noch, also keine Ahnung, da, wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr es auch gerne könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wie immer. Wir freuen uns immer, boah, wir freuen uns, ich freue mich sogar tierisch immer über Kommentare. Ich komme nach Hause und dann bin ich halt mega happy, wenn jemand auf mein Video kommentiert, also das ist halt. Okay, ich fahre dafür halt nicht extra nach Hause, weil mein ich ja auf Handy mal nachgucke, ja, okay, ob ich Kommentare bekomme. Ich sehe es ja auf dem Handy auch, aber ich beantworte auch sehr viel über Handy. Also, wenn ich halt in der Schule bin, definitiv. Wenn ich auf der Arbeit bin, da kann ich nicht. Also in der Schule kann ich in der Pause natürlich mal reingucken, ne? Aber auf der Arbeit. Ich gucke halt auch mal in der Vorlesung rein. Da kann ich halt auch kurz warten, bis ich zu Hause bin, dann nach der Arbeit. Ja, okay, dann das halt ist auch was anderes. Am PC zu gucken. Und da. Wenn ich dann auf der Arbeit bin und dann auf dem PC gucke, dann ich freue mich halt mega, dann guckst du da so rein. Aber ich sitze halt auch auf dem Rückweg immer noch 30 Minuten in der Bahn, ne? Okay, ich sitze im Auto. Wenn du fährst. Entweder fahre ich oder werde gefahren teilweise, aber dann quatsche ich halt meistens mit der Person, die fährt. Ja. Wie es sich gehört. Genau. Also ich finde auch so wirklich, ich bin immer noch ein bisschen planlos, obwohl ich halt schon viele Ideen habe, wie man es genau umsetzt. Ich wollte schon. Alter, der Server ist langsam ein bisschen. Wir sind auch beide jetzt über 20.000. Ne? Das ist halt. Und Lampi ist auch noch dabei. Genauso cool finde ich ja, genauso cool wie die Kommentare. Vielleicht sogar noch ein bisschen cooler, weil da halt natürlich auch mehr Arbeit hintersteckt.
sind halt, wenn Leute Bilder malen oder sowas. Ich feiere sowas einfach mega. Ja, okay, das ist auch mega awesome. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selber ungefähr Zeichenskills von einem Dreijährigen habe. Und no, that problem. Oh, Pferde. Ich habe gar keinen Sattel mehr, ich habe den ja weggeschmissen. Oh mein Gott, aber ich freue mich halt, ich freue mich halt über sowas mega, weißt du? Da setzen sich halt Leute dran. Also bei mir opfert es langsam ein bisschen. Ja, bei mir auch. Und opfern dir halt ihre Zeit, weißt du? Das ist halt. Ich finde sowas immer mega cool. Ich muss auch sagen, wenn ich dann zum Beispiel Streams von irgendwelchen Leuten gucke und die dann zwischendrin mal zeigen, was sie geschickt bekommen haben, da denke ich mir auch mal so holla, die Faltfee, wie awesome ist das? Ey, wenn ich irgendwann mal an den Punkt kommen würde, dass ich. Komm mal her, was Lustiges gefunden. Bist du denn? Genau. 20650, 24300. Dann dürft ihr mich sehen. Das ist ein kleiner Berg und da schräg rechts hinter. Okay. Du, hast du das da unten aufgegessen? Da? Warst du das? Ja, genau. Ja, genau das da. Warst du das? Guck nicht so weg! Ich weiß, dass du das warst. Freitags. Guck dir diese Blume an. Die ist heilig. Die ist heilig. Das nehme ich jetzt nicht direkt da drunter an. Sieht das aus? Sie ist weg. WTF? Hast du auch dabei dieses komische Geräusch gehört? Ja, Dungeon Sound. Aber ja. Wie bescheuert. Einfach mal Dungeon Sound und zack, unsere heilige Pflanze weggezaubert. Frech. Ja. Vielleicht sind wir auch mittlerweile so weit, dass Hero Brian gleich auftaucht. er trollt uns jetzt schon und gleich zing, zack, alles weg. Der ist ja komplett rausgepatcht worden. Den gibt's nicht mehr. Seit 1.8 aber, glaube ich schon. Den gab's noch nie, oder? Die Figur selber, klar, hab ich irgendwann mal auf jeden Fall. War aber, glaube ich, nur an Halloween verfügbar oder konnte die auftauchen? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist der komplett aus dem Spiel entfernt. Auch nicht mehr in der Database oder so. Dann düsen wir mal ein bisschen. Ach ja, aber wie gesagt, ich feiere sowas mega und hatte jetzt letztens bei einem befreundeten YouTuber, der hat halt ein Video gemacht bekommen, so eine kurze Animation und das ist halt, wow. Ja, das ist halt. Generell feiere ich halt immer die Kreativität von Leuten. Ne? Also ich gucke mir auch selber YouTuber an, genau wie du wahrscheinlich auch. Yep. Das Ding ist, wenn nachher jemand dir Zeit opfert, weil er sagt, deine Videos sind cool und ich male jetzt was, das ist für mich eine Ehre, sowas gemacht zu bekommen. Das ist fast die höchste Anerkennung, deswegen, meiner Meinung nach. Deswegen, ich habe auch, zumal ich die Bilder sowieso feier, alle Bilder, die ich bisher mal geschickt bekommen habe, habe ich halt hinter mir an der Wand hängen. Aber ich finde die auch alle cool. Jedes auf seine Weise. Das ist halt. Ach, schon wieder so eine Halbkackinsel. Ja. Ob jetzt gemalt oder auch bei Jump World Maps. Ich freue mich halt mega über Jump World Maps. Unabhängig davon, ob die jetzt anspruchsvoll sind oder nicht. Also ich habe natürlich meinen favorisierten Stil. Oh, Tempel. Komm, wir gehen rein. Wir haben sonst nichts zu tun. Ei. Ob ich einfach noch 3 Spitzhacken dabei habe. Hm. Wir machen das jetzt von hier. Stopp. Ach, jetzt checkt's aus. Oh, tschüss. Eine Steindrückplatte, ne? Glück gehabt. Wir machen immer noch Holz draus. Oh, ein Emerald. Mitgenommen. Oh, nicht viel Besonderes. Komm mal wieder raus. Moment. Kann man das mit einem Feuerpfeil anzünden? Ich weiß nicht. Kann ich das mal ausprobieren? Natürlich kannst du das ausprobieren. Was eben noch da? Ich meinte eigentlich nicht die Druckplatte, sondern wenn ich hier direkt aufs TNT schieße. Ach so, okay, das geht auf jeden Fall. Warte. Ja, ich weiß, ich will dich da erst rauslassen. Okay, ganz.
Ja, jetzt treffe ich dich gerade eher, ne? Ah. Das sind so ein paar Vandalen, ne? Ach, die armen Pharaonen, ne? Armen Pharaonen, ne? Guck mal, da kommt schon einer raus! Rechts! Hint! Rechts! Da ist einer! Da ist ein Pharao! Schnell! Ich muss mir ein Bötchen bauen. Lass das mal. Ich glaube, hier ist Ende Gelände. Oh, ich hab ein bisschen hier. Okay. Ja, ich... Wir können ja weiterlaufen, ne? Oh, super. Positiv X. Na, guck mal. Gehen wir doch hier. Ja, sowieso beim Tempel rausgekommen. Super! Oh, das... Das ist noch ein Städtchen. Ein kleines Wüstenstädtchen. Hey Dorfbewohner, wir haben gerade eben auch einen Tempel geschändet. Nein, da habe ich geschändet. Wann haben denn... Da? Haben schon immer... Aber was? Wüstendinger schon immer Glas verbaut gehabt? Ja, ich glaube schon. Ja, hi, wir sind auf der Durchreise. Bis später. Ich check eben kurz die Schmiede an. Ja, mach du mal. Oh, hier wäre ein Sattel gewesen. Warte, ich kann mal das Opsi mitnehmen. Sollten wir irgendwann mal ein Opsi-Portal nochmal bauen. Ja, komm, wir bauen einfach nochmal ein Höllenportal und gehen dann woanders in der Hölle raus. Ja, vielleicht haben wir ja da Glück. Und dann sind wir direkt in einem suspekten Konstrukt. Wir sind auf einer Pilzinsel und dann ist da nur so ein kleiner Fluss getrennt vom Dschungel. Ja. Dann sind wir im Paradies. Alter, wie geil wäre das. Meine Güte. Tag 4489. Wir sind immer noch zu zweit in der Wüste. So langsam stinkt er ein bisschen. Aber ich sag's extra nicht so laut. Alter! Solange wir das Tagebuch noch mit Tagnummern führen und nicht schon mit Sternzeit, ist alles okay. Okay, ich weiß nicht, wie weit Minecraft so funktioniert. Aber wenn ich F3 drücke, steht halt Tag 4489 da. Indeed. Ja, das war schon bewusst von mir gesagt. Ja, aber wir könnten halt ein bisschen was man könnte Erfolge mit Braun auch reinbringen. Also ich finde es halt wirklich cool, wenn wir so richtig große Bereiche hätten und dann immer so quasi als Großes es beenden, in dem Sinne, dass man sagt, yo, du hast alle... Alter! Ist das Eisen? Oder ist das... Komm mal her. Eisenrüstung von dem Vieh. Das ist Eisen. Aber Ketten... Ups. Das ist Eisen? Das ist Eisen. Komplett Toto. Es gibt auch neue Skelette. Die haben so ein Totengewand um. Man weiß nicht so genau, was es dann wird. Wie er sich noch panisch umgedreht hat. Hilft ihm auch nichts. Wieder aufs Wasser? Ich will erstmal hier noch ein bisschen die Küste entlang laufen, ehrlich gesagt. Ja, okay, okay. Ist gucken. Ja okay, ist ja okay. Nicht so, als hätten wir es irgendwohin bestimmtes eilig, außer überhaupt irgendwas finden möchten, was wir suchen. Ne, wir gehen nach rechts und aufs Wasser. Wir sind ja schon wieder Tundra quasi. Yay. Ich mal, ab aufs Wasser. Weg. Weg. Zisch, zisch. Zack! So macht man das. Lahme Sau. Ja, im Gegensatz zu dir habe ich kein Boot. Oh. Du tust mir leid. Junger Mann. Lüg nicht. Okay, dann nicht. Wie war das nochmal? Willst du eine nette oder eine ehrliche Antwort? Bleib bei mir stehst du. Ich sehe dich auch nicht mehr.
Ich bewege mich einfach Richtung positiv. Ich bin ja noch gar nicht losgefahren, du standst hier bei mir noch an der Küste. So, ich fahre exakt mal Richtung positiv Z. Mal schauen, was da so. Warte mal, exakt nach positiv Z ist. So. Zack. Exakt nach positiv Z. Ja, man könnte, mir wird zum Beispiel als Erfolg, oh, Wassertempel, als Erfolg wird mir einfallen, Rüstungsständer zu machen mit jeder Rüstung, einmal. Ja. Finde ich auch ganz interessant, meist relativ einfach, aber was halt interessant wird, wo ist halt, bist du am Wassertempel vorbei, rechts, links oder voll durch? Voll durch. Voll durch in Sieg. Ich höre die Viecher auch kurz. Ja, ein bisschen mehr. Und dann kommt direkt dahinter eine Insel und da bin ich halt links dran vorbei. Links dran vorbei. Ja. Und einfach immer, wenn du F3 drückst, siehst du ja dann, wo blau, rot und grün ist, ne? Damit siehst du ja die drei Achsen. Ja. Ich fahre halt Richtung blau straight. Naja, schon klar. Ja, schön, ne? Würde ich sagen. In den neuen Sound. Ja gut. Würde ich aber trotzdem sagen, Folgenente. Folgenente. Einfach nur, wie wir gerade übers Meer brettern. Ja, ich chill hier so am besten mit Lampi. Gut, ich bedanke mich einfach mal im Namen von uns beiden coolen, nice, sexy Dudes fürs Zuschauen dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hau rein.